Wir haben Montag, den 20.03.2017. Es ist 5.10 Uhr morgens und mein YouTube-Kanal Barnard TV hat 420 Abonnenten und 68.000 noch was Klicks, liebe Leute, ja? Heute geht's wieder um die Barnard TV Typico Community Bet, liebe Leute, ja? Und zwar Runde 3, ja? Zuallererst ein kleines Zwischenfazit, wie es die ersten zwei Runden lief, denn ihr wisst, wir haben hier ein Ziel, unser Kapital stetig, aber konstant zu erweitern, zu vergrößern, liebe Leute, ja? Jetzt ist natürlich blöd, dass Länderspielpause ist, aber Länderspielpause heißt nicht, dass man nicht tippen kann, liebe Leute. Wir tippen auf jeden Fall, denn wir sind spielsüchtig, ja, wir lieben es und wir brauchen es, ja. So, wie lief es denn jetzt erstmal, so die ersten zwei Runden, ja, nochmal für die Leute, die zum ersten Mal einschalten, ja, hier bei Barnard TV, ganz kurz, was wir hier machen, ja, eine wunderbare Sache für alle spielsüchtigen Junkies wie mich, ja, also, wir machen so, ja, in der Community haben wir uns alle ein Startkapital zugelegt, ja, das sollte mindestens 10 Euro sein, 50 Euro, 100 Euro, ich habe sogar gehört, jemand hat 1000 Euro, ja, ja, so. Von diesem Startkapital, ja, ich mache immer diese Folge hier und dann gebe ich immer Freitagsspiel, Samstagsspiel, Sonntagsspiel oder an irgendeinem anderen Tag gebe ich Spiele bekannt, wo ich denke, die sollte man tippen, ja, bevorzugt mit einer mindestens Zweierquote, im Notfall geht auch ein bisschen weniger, ja, und dann sage ich hier, wir spielen Einzeltipps, ja, Einzelspiele, nicht Kombibetten, weil dann macht immer eine Mannschaft scheiße oder dann fehlt ein Tor, ja, verliert man, ja, wir machen hier Einzeltipps, ja, und, die gebe ich dann bekannt und dann kann die Community ihre Tipps, ihre Geheimtipps unter das Video posten und dann können wir in der Community zum gemeinsam entscheiden, ja. Wir liken, wir liken, wir liken und die Spiele, die die meisten Likes haben oder wo die Leute denken, ey, das ist geil, das passt, ja, dann sagen die Leute hier, wir sollten mit 5% Einsatz von unserem Startkapital spielen oder 10%, ja, und dann tippen wir, liebe Leute, dann tippen wir und dann machen wir Geld. So ist das Ziel jedenfalls, ja. So, ich habe euch auch gesagt, ihr sollt euch, aufschreiben, ja, was ihr tippt, damit ihr Bilanz ziehen könnt, damit ihr seht, am Ende der Saison hat es was gebracht oder nicht, denn hier geht es doch um was, um Kapital, Kapitalsteigerung, ja, so, das habe ich jetzt auch gemacht, ja, ich habe angefangen mit 50 Euro, ja, letzte Woche, ja, quasi in der ersten Runde haben wir gespielt, Sevilla, Leganes, Hannover, 1860 München, ja, beides auf einem Schein, ja, im Notfall gehen auch zwei Spiele, ja, verkackt, ja, dann HSV Gladbach, ja, verkackt, Schalke und Schalke Augsburg, das hat geklappt, aber HSV Gladbach haben verkackt, ja, so. Ich habe gesetzt, einmal 7,50 Euro und einmal 5 Euro, ja, habe ich verloren beides. Aus 50 Euro wurden dann 37,50 Euro, wie ihr hier seht, ja, steht hier, ja. Aber diesen Spieltag, ja, haben viele Leute ihre Tipps geäußert, ja, ich habe meine Tipps geäußert und dann habe ich gespielt. Ich hoffe, ihr habt auch gespielt und ich hoffe, ihr wart auch positiv, ja, habt positive Ergebnisse eingefahren, ja. So, dieses Wochenende habe ich gespielt, am 17.03.1860 München gegen Würzburg 1 auf 1860, ja. Habe gesetzt, ich weiß nicht, wie viel Prozent das jetzt ungefähr waren, 7% oder so, es waren 2 Euro Einsatz, habe ich gewonnen, 4,70 Euro, so. Am 18.03.2017 habe ich auf Eintracht Frankfurt gegen Hamburg auf Eintracht gesetzt, ja, mit 5 Euro. Ja, unentschieden, Punkt, super auf Eintracht, ist einfach super, ist in Ordnung, ja. Verloren aber, ja, aber dann habe ich jetzt am Sonntag, am 19.03.2017, Mainz gegen Schalke auf Schalke gesetzt, 5 Euro und gewonnen, 12,75 Euro. Applaus, Applaus, ja. Wenn man das jetzt alles zusammenrechnet, was ich am ersten Spieltag verloren habe und was ich jetzt am zweiten Spieltag plus gemacht habe, komme ich raus auf 50,25 Euro, ja. Ich habe den Verlust vom ersten Spieltag wettgemacht und bin 25 Cent im Plus, liebe Leute. Ey, denk, was sind 25 Cent? Ja, aber ey, davon kauft sich Tanzverbot 2,5 Kaugummis, ja. Und der kauft, und der besteht auf das halbe Kaugummi, glaubt es mir, ja. Er will das, weil er fett ist, ja. Aber das macht nichts, liebe Leute. Wir sind im Plus, ja. Es ist eine wunderbare Sache und so wird es hier weitergehen, liebe Leute. Leute, ich habe nämlich an diesem Spieltag, habe ich auch Tipico-Tipps abgegeben und für die Leute, die mitgespielt haben, ja, ich habe einen relativ sicheren Tipp abgegeben mit 5 Euro Einsatz und er ist gekommen, liebe Leute, 38 Euro haben wir gewonnen. Top, oder? Die Leute mitgespielt haben, 38 Euro. Ich habe generell an diesem Spieltag über 70 Euro gewonnen, weil ich noch andere Tipps hatte. Ey, ist eine wunderbare Sache, die Tipps sind gekommen, ja. Letztes Spiel, ja, beim Sicherheitstipp, ey, da war Barcelona. Die hätten Handicap gewinnen sollen gegen Valencia. Ey, auf einmal führt Valencia in Barcelona. Verdammte Scheiße, habe ich mir gedacht. Was soll das, ja? Dann kriegen die rote Karte. Ich denke mir, geil. Erstmal macht Barcelona 1-1. Dann kriegen die rote Karte. Elfmeter. Barcelona macht 2-1. Ich denke mir, Jackpot. Ey, nicht mal eine Sekunde später macht Valencia zu 10 das 2-2. Was ist da los, ja?
Ah, habe ich gezittert, sage ich euch. Aber dann, zweite Halbzeit, 3-2 hat Barcelona gemacht. Ich habe das Spiel dann live gesehen. Ey, wie viele hundertprozentige die hatten und nicht gemacht haben. Aber dann, so fast letzte Minute, machen die es 4-2, Handicaps gekommen, bam, gewonnen, liebe Leute. So machen wir das hier, ja. Sind wir jetzt im Plus, ja. Haben wir gute Sachen gemacht, ja. Ich hoffe, ihr habt auch mitgespielt, ja, liebe Leute, ja. So, kommen wir jetzt aber mal zu den, was ich jetzt tippe, ja, so für die Barna TV Tipico Community Bet hier für diese Woche. Wir haben Länderspiele, ja, ich hasse Länderspiele, aber man kann tippen, ja. Da habe ich gerade so geguckt, wer hier spielt, geht bei Tipico, bei International, ja, da könnt ihr gucken, wer spielt, ja. Die spielen unter der Woche und zwar würde ich hier tippen, ja. Deutschland spielt bereits am Mittwoch, ja, gegen England, Freundschaftsspiel. Freundschaftsspiele sind, sollte man nicht tippen, ja. Deutschland hat eine 1,8er-Quote, ja. Ich würde dennoch auf Deutschland tippen, ich meine gegen England, man muss einfach auf Deutschland tippen, ja, das ist wie Frankfurt und Offenbach, ja, das England, das geht gar nicht, ja, und Deutschland muss das einfach machen, egal ob Freundschaftsspiel hin oder her, ihr könnt ja eure Meinung dazu sagen, wie ihr dazu steht, ja, ich würde tippen mit 5 Euro Einsatz auf Deutschland, das ist eine 1,8er-Quote und damit wir die über die 2 kommen, Tschechien-Litauen, auf Tschechien, ja, würde ich tippen, ja, mit 5 Euro Einsatz, so, ja. Das wäre am Mittwoch. Dann haben wir ein wunderbares Spiel am Donnerstag. Da spielen die in Südafrika, die WM-Quali, Uruguay gegen Brasilien. Brasilien ist, glaube ich, noch ungeschlagen. Brasilien hat eine Top 2,35-Quote. Würde ich auch 5 Euro setzen, liebe Leute. Was haltet ihr davon, ja? Dann gibt es hier noch andere Spiele, wo man tippen könnte. Vielleicht Vereinigte Emirate gegen Japan. Japan hat eine 2er-Quote am Donnerstag. Könnte man tippen. Und ja, ansonsten, ja, schwierig, aber wozu haben wir denn eine Community? Wir haben Experten in der Community, ja, die werden gute Tipps finden, ja, für alle Leute, die gerne Tipico spielen, kommt in die Community, guckt rein, was die Leute hier posten, ja, das waren meine Tipps, die würde ich spielen, ja, es sei denn, jemand überzeugt mich hier von besseren Tipps für die nächsten paar Tage, ja, liebe Leute, also, schreibt rein in die Community, die Leute, die in der Community verkehren, liked, damit wir sehen, was die Top Tipps sind und die spielen wir dann ganz einfach, ja. Und dann machen wir am Ende der Woche noch einmal ein Fazit, ja. Und gucken wir, wie es gerade läuft hier in der Barna TV Tipico Community Bet, wie unser Kapital wächst, hoffentlich wächst in den Himmel, liebe Leute, ja. In diesem Sinne, ich hoffe, ich habe nichts vergessen, wenn auch, egal, ja, egal, passiert auch nur ein Mensch, ja. In diesem Sinne, haut rein, schreibt eure Tipps, lasst uns gemeinsam weiter tippen und erfolgreich sein, erfolgreich, das ist das Ziel, liebe Leute. In diesem Sinne, haut rein, viel Spaß und Erfolg und klaut das Geld von diesem Tipico endlich, ja.